Am 26. September ist Bundestagswahl. Am 26. September ist auch die Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin. Und wir Piraten, wir stehen euch zur Wahl. Warum wir gewählt werden sollten, das möchte ich Ihnen im Folgenden gerne darstellen. Mein Name ist Franz Josef Schmidt. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter und stehe Ihnen hier für die Piratenpartei zur Wahl. Denn wir haben einiges zu tun. Die Digitalisierung und die Internetsicherheit sind sträflich vernachlässigt worden. Stattdessen nehmen die Hackerangriffe zu, die Deutsche Bahn, die TU Berlin jetzt jüngst gehackt worden oder als nächstes ihr Bankkonto. Warum interessiert sich da die Politik eigentlich nicht dafür? Warum sind die Piraten die einzige Partei, die Digitalisierung gerne und zügig in die Politik reinbringen möchte? Das könnte daran liegen, dass die Politik sich nur um sich selbst kümmert, dass dann eben die Abgasskandale verschleiert werden müssen oder Milliarden, die mit der Pkw-Maut verbraten werden, dass vielleicht dann auch diese Cum-Ex-Geschäfte der Banken nicht aufgearbeitet werden oder Wirecard im Kanzleramt ein- und ausgeht und man da eben dann Geschäftchen machen möchte und seine eigenen Pöstchen sichern möchte. Nebenbei nochmal 660.000 Euro mitnehmen für Maskendeals. Das macht Politik für Sie. Und wir als Digitalpartei, wir würden eben gerne die digitale Kompetenz der Piratenpartei nutzen, um endlich Transparenz zu schaffen in einem Staat, der eigentlich eher gläserne Bürger möchte, als selbst transparent zu sein. Man könnte zum Beispiel auf dem Mietenmarkt in Berlin die Mietpreise transparent machen und dadurch viel besser Mietengerechtigkeit schaffen. Man könnte durch die Digitalisierung Impfen organisieren, anstatt ständig die Grundrechte neu zu beschneiden, ohne dass es was bringt. Man könnte Bürgerämter digitalisieren, sodass dann Anmeldungen von Kfz, Beantragung von Ausweisen und so weiter endlich digital möglich werden. Man könnte auch mal für Breitbandausbau sorgen, sodass Schluss ist mit diesen ständig stockenden Videokonferenzen, die dazu führen, dass unsere Kinder keinen digitalen Unterricht machen können. Wir als Piraten, wir stehen ja in diesem Spannungsfeld zwischen der Demokratie im Internet, also der Partizipation durch digitale Werkzeuge. Da haben wir viel aufgebaut, das würden wir Ihnen auch gerne zur Verfügung stellen. Und dem Datenschutz auf der anderen Seite, wo wir uns eben ganz deutlich dafür aussprechen, dass die Bürgerinnen und Bürger nicht das Objekt der Durchleuchtung sein dürfen, sondern es ist der Staat. Der Staat muss transparent sein. Und so wird auch unser Wahl- und Grundsatzprogramm eben aussehen. Sie können das jetzt im Internet runterladen. Wir sind eigentlich das Patentrezept für die Entwicklung einer Digitalpolitik und einer menschengemachten Politik, die dem 21. Jahrhundert angemessen gerecht wird. Unser Wahlprogramm ist das Forschungsprojekt für gelebte Digitalisierung und eine digitale Transformation in Berlin und auch in Deutschland. Da könnte man zum Beispiel auch den Klimawandel viel und besser mit Digitalisierung bekämpfen, durch punktgenaue Versorgung, Produktion anstatt Massenproduktion, Massenware, die später wieder zurückgeschickt und vernichtet wird. Ich habe bereits den Wohnungsmarkt angesprochen, auf dem gerade in Berlin die Digitalisierung Gerechtigkeit schaffen würde. Das funktionierende Homeschooling in einem Stil, wie wir jetzt hier miteinander kommunizieren, könnte eigentlich Standard sein mit Piraten, ist es aber leider nie geworden. Und wir stehen natürlich für Nachhaltigkeit, für Gesundheit und für neue Verkehrskonzepte. Denn wir wollen mit euch in eine neue Zukunft aufbrechen. Eine nachhaltige und technologiebefürwortende Zukunft, die von Piraten getragen wird, von der Piratenpartei mitbegleitet wird, sodass wir aufbrechen können als Betriebssystem für die digitale Transformation. Deswegen Piratenpartei wählen. Vielen Dank.